Was da? Adam kam da, genau. Lass du mal von deinem Sieg genießen. Lass mal. Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder anders am Dampfen, denn gestern Abend bzw. gestern Mittag war die TikTok Fight Night auf einem Fußballfeld. Aber es hat nichtsdestotrotz übertrieben Spaß gemacht. Ich war ja mit live vor Ort. Liebe geht raus an all diejenigen, die ich da persönlich getroffen habe, mit denen wir quatschen konnten. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber wie man es auch nicht anders kennt, gab es die ein oder andere Eskalation. Es ging heiß umher. Es war sehr, sehr viel Polizei da. Wir gönnen uns jetzt die Eskalationen, die es da gab, und gucken uns zum Schluss den Kampf zwischen Hamid Khan und Abu Hamza an. Also, auf entspannten zurück, Lindenhasen. Let's go. Hier direkt die erste Eskalation nach dem Kampf Nino Ideal gegen Aslantix. Nino hat ja im Boxen gegen Aslantix nach Punkten gewonnen. Dazu muss man fairerweise sagen, der Boden war so spät abends völlig durchnässt vom ganzen Schweiß der MMA-Kämpfer und der TikTok-Fighter. Und Aslantix ist halt des Öfteren ausgerutscht, genauso wie Nino. Auf jeden Fall kam Umar dann da rein und hat direkt nach dem Kampf den Nino Ideal zum Kampf herausgefordert. Also jetzt nicht jetzt direkt, sondern für in der Zukunft, 2-3 Monate in der Zukunft. Und Nino hat keinen Bock gehabt, darauf zu antworten, denn er ist ja völlig erschöpft gewesen. Er hat gerade einen harten Kampf hinter sich gehabt. Aslantix ist eine Maschine, Nino auch absolute Maschine, er hat jeden da überzeugt. Aber das Ganze ist völlig aus dem Ruder geraten und da so gefühlt keiner da draußen weiß, was da wirklich passiert ist, zeige ich euch das erstmal und erkläre euch das. Achtet auf den hier mit der Mütze, der ist ein älterer Tschetschene, Onkel von dem, wurde mir zumindest von anderen Tschetschenen, mit denen ich da gechillt habe, erzählt. Und jetzt schaut, was passiert. Sag, was willst du? Komm, lass uns kämpfen, halt uns sportlich. Sag, ich bin hier im Box, ich will dir meinen Boxkampf. So, Arafat kam dazwischen, um das zu regeln. Und ich sage euch ganz ehrlich, er hat da mehr Arbeit geleistet als die ganzen Securities zusammen. Der Onkel von Umar, Onkel sagen wir mal, Anführungsstrichen, der Ältere, ein älterer Tschetschene, hat gedacht, dass Arafat den Umar anmachen würde. Naja, und aus dem Nichts ist dann ein Streit eskaliert. Was da? Adam, komm da, genau. Lass du mal erstmal deinen Sieg genießen, oder? Hey, lass mal, ich will mal. Jetzt guck mal, wie alle reinstürmen. Und der einzige Gedanke, den ich hatte, war, warum, Alter? Ich will unbedingt den Kampf Abu Hamza gegen Hamid Khan sehen und noch die weiteren 2-3 Kämpfe, die hiernach angesetzt waren. Warum müsst ihr jetzt so übertreiben? Und keine Ahnung warum, aber die Massen an Polizisten, die dort waren, haben nicht eingegriffen. Die haben nichts gemacht. Die haben das einfach durchgehen lassen, was ich auf der einen Seite gut finde, denn das Ding wurde ja relativ schnell, wie ihr jetzt hier seht, beruhigt. Auf Englisch, aber in diesen Momenten fuckt man sich schon ein wenig ab. Ah, und hier ist das passiert, weil so viele Leute im Ring waren. Das war ja ein Ring, der auf dem Fußballfeld aufgebaut war. Der war gar nicht dazu konzipiert, dass so viele Menschen draufstehen. Da gab es überall so Einkerbungen. So normal ist ein Ring ja so, aber dort waren überall solche Stellen. Und auch schade für hier Nino, der seinen Sieg gar nicht richtig genießen konnte. Naja, und das war nicht der einzige Vorfall. Ich blende euch jetzt mal ein paar ein. Jungs, hier, hier. Hallo. Da sieht doch keiner was. Was soll das jetzt? Setzt euch doch hin. Ja, ist der Rindel, kann man nicht, Digga, Mann. Setzt euch mal an der Scheiß Ski. Alle Platz nehmen, bitte.
Wirklich? Da sind genug Freiplätze für euch. Naja, und schon solche Ansagen haben ausgereicht, um einige dort, die sehr, sehr heißes Blut haben, in Wallung zu bringen. Und da sind halt solche Situationen entstanden daraus. عماد معاذ نزل العلم بيتش. والله عم بنزل العلم انت اخوك اللي فلح فينا يا زلمه مين اخوي شو معرفني ها Naja, und wisst ihr, was krass ist? Es sind einfach zwei Leute dort aufgetaucht, von denen ich niemals erwartet hätte, dass sie dort auftauchen. Einmal Ahmad Patron und einmal Barella. Mit Barella habe ich jetzt nicht großartig viel geredet. Ist wirklich in der Realität so, wie er sich auf TikTok auch gibt? Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Prozente eventuell? Der Ahmad war, so im Privaten, ein absolut netter, sympathischer junger Mann, aber trotzdem irgendwo nach all dem, was sie gerissen haben im Internet, Respekt, dass sie sich überhaupt an so einem Ort getraut haben. Naja, aber dass das Ganze nicht ganz so glimpflich ausgeht für den einen oder anderen, hätte man sich denken können. Ja. Und sag, Barella, sag in meinem Gesicht jetzt, was du hast gesagt in TikTok. Alles, was ich... Nein, sag zu mir jetzt. Ich habe gesagt, dass du auf... Guck mal, ey. Ja. Was du hast gesagt zu mir in TikTok. Ich bin kein Mann, kein Küsse, ja. Hände. Sag nochmal jetzt. Willst du sagen jetzt? Willst du nochmal sagen? Ja. Nein, ich sag jetzt. Nein. Man hört einfach im Hintergrund zwei Fuller. Der Barella, das sage ich ja gerade, der Junge hat Prozente. Ja, was ist los? Lass den doch in Ruhe. Der hat Prozente und der rafft nicht, was Aslantix von ihm will. Aslantix will einfach nur, dass er checkt, der Barella, dass man sich auch mal im echten Leben begegnet. Und sagt zu ihm, komm, jetzt sag nochmal in mein Gesicht diese Sachen, die du über Internet mit deinen Internet-Eiern gesagt hast. Und ihr wisst ja, im Internet gibt es sehr, sehr viele kleine Pisser, die riesige Eier bekommen. Live siehst du keinen von denen. Live kommt keiner dieser Hundesöhne zu dir und sagt irgendetwas Negatives. So, was die sich im Internet trauen. Live lutschen die alle nur deine Eier. Weil die keine Männer sind, das sind alles Blowies. Aber Barella hat dieselben Internet-Eier gehabt und soll jetzt nochmal, in Anführungsstrichen, ihm ins Gesicht diese Worte sagen. Natürlich soll er es nicht sagen. Der Aslantix will ihm damit nur klar machen, ey, sowas macht man nicht. Man trifft sich im echten Leben. Barella sagt es einfach nochmal, ja, dieser Barella. Der rafft es einfach nicht. Ich sag doch, der hat Prozente. Nein. Ich hab es anders verstanden. Okay. Tut mir leid. Ich sag sowas nie wieder. Ich entschuldige mich jetzt hier in live bei Aslantix. Ich werde nie wieder so etwas gegen Tschetschener. Tschetschener ist bei mir, die Geschichte ist vorbei, nie wieder werde. Das raff ich auch nicht. Warum nie wieder gegen Tschetschener? Du sollst das nie wieder gegen jemanden, irgendjemanden da draußen machen. Ist doch egal, woher dieser jemand kommt. Nur weil ich jetzt da ein paar Tschetschenen gepackt habe, heißt das doch nicht, ja, ich wurde erwischt, da mache ich es bei denen nicht mehr. Musste ich jetzt jede Nation einmal packen und dich zur Rechenschaft ziehen, so wie man es gerade rausgehört hat, dass du eine geballert gekriegt hast, damit du sowas nicht mehr machst? Okay, guck mal, beleidigen. Nächster Mal, wenn du sagst nochmal so, dann, du weißt, was passiert, ja? Dann weiß ich, was egal, passiert. Du, Barello, dieser andere ganze TikTok-Hund, ist gleich, ist egal. Wenn ich gebe dir Respekt, du gibst Respekt zurück. Ja. Nicht küsse Hand, das, das. Ja. Das ist deine erste und letzte Chance. Hast du verstanden? Ich hab verstanden. Okay, sehr gut. Guter Mann. Und kommen wir mal direkt zum Kampf, bevor wir uns die anderen Sachen noch reinziehen. Einige Statements, die sehr, sehr interessant waren. Einige Special Guests, die man dort vor Ort antreffen konnte. Und zwar der Kampf Hamza Jim gegen Hamid Khan, auf den sehr, sehr viele Leute gewartet haben. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich wurde im positiven Sinne überrascht. Denn ich hätte wirklich nicht davon ausgehen können, dass der Kampf sich so entwickelt. Ich bin schon
Ja, ihr seht, der rutschige Boden. Wie die rutschen. Der Arme, ja, ohne Scheiß, der war der Einzige, der da den Boden gewischt hat. Warum schickt man keine Leute rein, die mal einmal komplett da durchwischen mit trockenen Tüchern? Er hat hier schon keinen Bock mehr gehabt. Er wartet, in meiner Aufnahme sieht man das besser, da zeige ich euch das mal kurz. Das war's zusammen!
Lass die Wand auf. Alles Sport, ich vertraue mit euch. Omar, Omar, hey, Omar. Hamza, Hamza. Wir haben gekämpft und gut ist. Wir machen noch Fehler, dass das so rein geht. Bruder, wir sind hier, wir sind Security, wir haben. Ja, bitte, Jungs! Und jetzt hören wir uns zum Abklingen des Videos mal ein paar Worte von Barello, Arafat und Co. zu diesem Fight-Abend an. Ehrlich, ohne zu lügen, der Kampf, wo durch Glück gewonnen hat, war Youssef. Null konnte er kämpfen. Wallah, Youssef, ich sag dir ehrlich, das war wirklich durch Glück, ha? Durch Glück? Hallo. So kannst du kein Rex. Du musst von Anfang an machen. Ey, Andi ist wie ein Traktor reingefahren, Arafat. Wen? Das war Maschine erstmal. Mien. Sind ihr ehrlich? Fehler, die Tage,
Viele, die sagen hier im Internet, ich komme 3 Tage zu dir, 5 Tage zu dir, Hamza Jim würde alle kaputt hauen, wallah. Ey, nächster Kampf ist Hamza Jim gegen Omar, weißt du was? Hamza haut ihn, bei Allah. Schwör nicht bei Allah. Schwör nicht immer, du. Oder MMA, du boxst. Bei NSA, wallah, wie hast du? Bruder, du weißt nicht, wer gewinnt, hör mal zu. Du, guck mal, du, sag Omar, die Tschetschene? Er hat ihn doch herausgefordert, er meinte... Du kannst ihn doch bitte nicht mit Hamid Khan vergleichen. Willst du mich verarschen? Nein, aber Hamza, seinen Kraft kannst du auch nicht mit Omar vergleichen. Wie viel hebt er? Ich sage dir ganz ehrlich jetzt, ich will niemand gut oder schlecht reden. Omar ist ein guter Kämpfer. Omar hat Kondition. Das wäre aber ein interessanter Kampf. Ja. Nein, jetzt ist doch Hamza. Hamza ist doch jetzt offiziell interessanter. Jetzt spart beiseite, Barello. Hätte ich vorher wetten müssen auf Hamza oder Hamid Khan. Ich hätte auf Hamza gewettet. Nix gegen Hamid. Ja, viele waren auch für Hamid. Viele dachten. Ja, davor hast du doch nicht so gesagt, aber. Sie können, hör mal zu, nein, sie können sein, dass sie für Hamid waren. Aber ich habe vorher auch gesagt, Ich habe auch gesagt. Es geht doch nicht darum. Hör mal zu. Wir wollen auch hier niemand schlecht reden und nicht schlecht reden. Aber ich finde, wenn jemand verliert. Soll einfach verlieren. Und das war Hamza Khalid mal, mit Würde und Anstand verlieren. Und nicht dann hinsetzen, Scheiß vor Entschuldigung, alles rutschen. Guck mal, der andere hatte genau dieselben Verhältnisse wie du. Punkt. Ja, wallah, das habe ich auch gesagt. Das könnte nicht sein, dass es für den anderen... Jetzt irgendwas schlecht machen. Aber warum ist der Gegner nicht ausgerutscht? Immer diese, ich bin ausgerutscht. Warum ist der Gegner nicht ausgerutscht? Er ist doch genau da gelaufen, Ja, aber dann kommen diese, ich arbeite mehr mit Beinen und so, weißt du? Diese angeblich... Aber viele konnten nicht Arafat. Ihr redet ganz ehrlich, mit euch kann man darüber gar nicht reden. Ihr springt von einem Kampf in den anderen. Keiner weiß, was Sache ist. Was machst du? Hey. Okay, El Nino. Also Nino Ideal. Findest du nicht, Nino Ideal war viel besser? Also ich bin ehrlich, ich fand Ninos Kampf sehr gut und besser. Ja, Nino hat sehr, sehr gut gekämpft und er war quasi die Überraschung des Abends, kann man sagen. Naja, Yasser Abu-Chaka ist auf Barello gestoßen, Nino war mit am Start, wenn wir gerade schon über ihn reden. Und hört einfach hin, was sie sagen. Ernsthaft? Abu Hamza oder Bösemann? Ja, dein Ernst? Abu Hamza, ohne Frage. Ja, sag ich auch. Ohne Wenn und Aber. Abu Hamza, ohne Frage. Barello oder Abu Hamza? Der war bei dir in Ecke. Der frisst dich. Ohne Nein, Barello gewinnt. Der hat Abu Hamza zu Tyson gemacht, aber er hat nur gegen Hamza gekämpft. Das war gut, auch weil er schlecht war, wallah. Und last but not least, Kapi war auch dort vor Ort, hat für ein wenig Furore gesorgt, aber alles in allem ein sehr, sehr entspannter Tag. Da macht der liebe Kapi Stöße bei der TikTok-Box-Veranstaltung. Wir haben ihn seine Zunge gemacht. Wo haben wir Angie? Kapi! Haben wir ihn in der Nähe? Weil wir denken, dass Angie das Ganze mitbekommen hat. Aber sehr interessant, dass viele gesagt haben, dass Kapital Bra sich nicht in die Öffentlichkeit traut. Das sieht natürlich hier komplett anders aus. Mega interessant. Kämpft nicht. Doch, der kämpft. Lava. Doch. Ich hab Hunger auf Schokolade. Genghis. Hier haben wir Genghis, den K1 Schokolade. Der bei der TikTok-Box gibt's hier genug eigentlich? Eingesetzt wird. Massiv, wo ist sind auch hier? Ja, die Menge ist auch da. Ich würde jetzt mal gefühlstechnisch sagen, 3.000 bis 4.000 Menschen, die dort sind. Hier haben wir Shirin. Shirin, ja, Usra, ja, Nijes, ja. Sie soll weggehen. Was macht er da? Kapital Bra, der gerade sein E-Lik, beziehungsweise mit seiner. Ach so, E-Shisha. Liquid-Flüssigkeit, seine E-Shisha auflädt. Sitzt ganz gechillt im VIP-Bereich. Na klar, das heißt, der sitzt vorne. Nicht gestört von anderen, was ich sehr gut finde, gerade bei so einer Veranstaltung. Ich sage euch ganz ehrlich, VIP-Bereich, das hat da keinen Unterschied gemacht. Kein Schwanz hat kontrolliert, wo du hingehst, wo du nicht hingehst. Das Einzige, wo die ein Problem mit hatten, war ganz vorne am Ring, weil du da die Sicht versperrst von diesen VIP-Bereichsleuten, die jeweils 500 Euro pro Ticket gezahlt haben. Aber am Ende des Tages konnte man auch dastehen, wie ihr es in meinen Aufnahmen gesehen habt. Aber alles in allem war es wie immer unterhaltsam. So viel meine Meinung zu der Thematik. Schreibt ihr mir sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir werden uns natürlich auch die einzelnen Kämpfe nach und nach reinziehen. Ansonsten, Liebe geht raus an euch. Mazdaq Army 99%. Wir haben mittlerweile die Mitgliedschaft freigeschaltet. Das heißt, wer Bock hat, kann sich das mal anschauen. Support ist immer gerne gesehen. Passt auf euch auf. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mazdaq.